Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, diesmal ist der Tisch nicht leer, das hat einen Grund. Aber ich möchte echt noch nicht darüber was sagen. Erstmal ein Intro. Ja, ihr seht hier zwei Lego-Sets, die neu sind. Ich habe sie mir hier schon mal hingestellt. Warum? Ganz einfach. Die sind schon gebaut. Die stehen hier hinter. Die zeige ich euch gleich noch mal genauer. Und zwar einmal habe ich bekommen, oder mein Bruder, der konnte nicht widerstehen, hat beide sich gekauft und ja, gleich gebaut. Der Lego Skywalker Red 5 Helm aus Lego war die Nummer 1. Komm, packen wir da hinten in die Ecke. Ich zeige ihn euch in die Kamera. Ihr könnt sehen, ne, oben das Rebellenabzeichen, so mit Scheibe sogar richtig und dem ja, Kinngurt, echt toll gemacht. Wahnsinn, was man aus Lego alles machen kann, echt toll. Ja, das war der Helm Nummer 1. Kommen wir hier vorne hin, wird gleich nochmal gerade gemacht. Und The Mandalorian, Mandos Helm. Klar, sieht ein bisschen ähnlich wie Boba Fett aus, aber es ist ja auch ein Mandalorianer. Auch hier tolle Artwork-Box, Bilder und ach, die Bilder von hier habe ich euch nicht gezeigt. Ha, hier auch nochmal unten Red 5 Luke-Bilder. Da seht ihr, wie gut er geworden ist, der Helm. So, das dahin, wie gesagt. Und ihr seht hier schon der Helm. So, das machen wir mal hier hin. Und den Helm zeige ich euch jetzt. Das ist Mandos Helm. Hat jetzt keinen Arm oder so ein Visor wie jetzt Boba Fett. War auch sehr, sehr toll geworden. So richtig mit Silberstreifen und sieht echt klasse aus. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt toll. Kann sich sehen lassen. So, diesmal ist es gar nicht super viel, aber ich habe einiges. So, das nächste ist auch was Großes, deswegen gleich als nächstes. Es ist Playmobil. Nach Lego muss Playmobil folgen. Ihr seht, es ist Ghostbusters. Und zwar ist es Ecto 1, aber in der Version von Teil 2, also von Ghostbusters, dem zweiten Film, der Schleimfilm. Auch hier hinten richtig viel dabei an Zubehör, ihr seht es. Und das Auto ist ein bisschen abgegradet, nicht nur das Logo, sondern ja auch mit dem Elektronikschriftzug und ja, Wahnsinn. Einfach cool, einfach cool. Das Ding, ja, ist schon etwas in der Ewigkeit rausgekommen, ist aber etwas seltener. Und aufgrund dessen hatte mein Bruder das übersehen, also er hat sich das gekauft. Ja, und es fehlt in der Sammlung bisher. Ja, so einfach ging das. Gut, ich meine, ich will heute mal das Pickup ein bisschen kurz halten oder so, auch wenn ich hier einiges habe, aber auch so viel auch nicht. Deswegen weiter geht's. Ein Spiel. Jetzt kommen wir mal zu Computerspielen. Ich sage ja, es ist sehr vielseitig und erreicht hat uns noch Trails of Mana, war das, genau, PlayStation 4, die ganz normale Edition, musste sein, ist ein sehr schönes Stück Videospielgeschichte, die Reihe und ein sehr, sehr schönes RPG, kann sich sehen lassen. Ja, ich habe noch zwei Games und zwar, ja, es ist vielleicht nichts Besonderes, aber für mich, denn ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin ein großer Baphomets-Fluchsammler. Und das ist eine Adventure-Reihe, ja, kann man so sagen, 90ern, ja, schon so 2000er wahrscheinlich waren das eher, aber egal. Zwei Editionen habe ich gefunden, oder zwei Versionen, ich sammle jede deutsche Version, die es gibt, die habe ich noch nicht gehabt, und zwar einmal die Sold-Out-Version von Baphomets Fluch 2. Ganz einfach, es ist nichts Besonderes, da sind die Games so in... Oder die Game-CDs einfach nur in so einem Pappschuber drin. Es geht mir um die dass ich die komplett habe, die Reihe, die Versionen sammle. Und diese Version fehlte mir noch. Ich hatte die von Teil 1. Und dazu kann ich jetzt schon mal sagen, ich plane ein Video, in dem ich euch mal von Baphomets Fluch eine ganze Menge zeige, was ich in meiner Sammlung habe. Auf jeden Fall erstmal zu Teil 1. Und dann sehen wir weiter, wie das sich entwickelt. Aber... Deswegen, ich wollte das schon machen und dann fiel mir auf, durch Zufall, und da bin ich auch auf diese Version nochmal gestoßen, einer fehlte mir. Und zwar fehlte mir diese Version.
Das ist die Whiteout oder White Label Edition, Whiteout sage ich immer, von Baphomets Fluch 1. Das ist die erste Auflage oder günstig Auflage von dem Spiel gewesen. Und das Besondere ist eigentlich, inhaltlich sind die komplett identisch mit der normalen Box-Version. Das war der Hauptgrund, warum ich es habe. Es gibt noch eine zweite Version vom White Label, die ich habe. Aber alles Weitere würde ich euch dann in einem Baphomets Fluch Sammlungsvideo zeigen. Was haltet ihr davon? Schreibt in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt überhaupt. Ach, ich mache das Video sowieso, aber schreibt mir das trotzdem, es würde mich interessieren. Und wie ihr Baphomets Fluch als Adventure mag, es gehört zu meinen Lieblings-Adventures, zusammen mit Monkey Island. Und ach, ich könnte auch mal über meine Lieblings-Adventures, Computer-Adventures sprechen, wenn ihr Lust habt. Schreibt in die Kommentare, ob euch das interessiert, das würde mich sehr freuen. So, ich gehe weiter, viel ist es diesmal nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, aber es ist trotzdem eine Menge. Und als nächstes geht es um Transformers. Ich habe eine neue Transformers-Figur, eine neuere, aber auch eine besondere und eine sehr schöne Perceptor. Hier könnt ihr sehen, Perceptor aus der Studio 86-Serie nach dem Movie. Sehr gut geworden. Das Artwork ist auch einfach top. Könnt ihr sehen, hier nochmal Informationen drauf. Die Studio-Serie, ja, gerade mit Figuren, die ich sehr genial finde und die mich sehr an meine klassische G1, klassische Transformers-Zeit erinnern, sind ein, ja, ein Muss. Geht nicht anders. Und es gibt noch was Zweites und damit habe ich auch einen Teil meiner Sammlung, ein Sammlungselement vervollständigt. Und zwar habe ich jetzt das Transformers Taschenbuch Nummer 4 aus dem Condor Verlag. Es gibt nur 4 Nummern. Nummer 4 war die letzte, die mir fehlte. Somit habe ich alle in Deutschland erschienenen klassischen G1 Comics. Die Sammlung ist jetzt komplett, da bin ich sehr stolz drauf. Mir fehlen noch ein, zwei US-Ausgaben von den klassischen, aber das ist was anderes, da bin ich auch am Suchen noch. Ansonsten freut mich das, ich habe es aus Österreich durch einen Tipp bekommen. Es kostete mich knapp 8 Euro wegen Versand, wo Österreich ist, ein bisschen teurer. Der Tipp kam vom guten Jörg und ich bin ihm sehr dankbar. Danke dir, das hat mich echt gefreut. So, und ja, weiter geht es gleich. Entschuldigt den Break, ich habe den falschen Akku in die Kamera gehalten, in die Kamera getan und die war natürlich dann gerade fast leer. Also ich habe gerade ein paar Sekunden vorher gestoppt oder eben halt den Break gemacht und dann ist die Kamera auch schon ausgegangen. Ich habe den leeren Akku reingetan und in der Aufregung, man merkt das nicht. Also ihr kennt das vielleicht ja auch, so ein Kamera-Akku erst zeigt dann noch alles in weiß an, dann ist dann rot blinken und dann so ein, macht dann die Motto und Calm Down, in 60 Sekunden schaltet er ab. Ja, es gibt, egal. So, was ich noch nicht weiter erzählt hatte, was ich noch sagen wollte, die Preise. Ihr wollt ja auch immer gerne wissen, was ich ausgegeben habe. Trails of Mana war ein normaler Preis, das war, glaube ich, über Amazon. Die beiden waren über den Lego Store. Ich weiß jetzt nicht genau die Preise, aber es waren die Standard, die Verkaufspreise. Perceptor habe ich genau für 30 Euro inklusive Versand von Amazon bekommen. Na gut, 29, 99, 95, ihr kennt das ja. Aber 30 Euro, das habe ich erzählt, so um die 8 Euro aus Österreich. 3 Euro hätte es regulär gekostet, aber fast 5 Euro Österreich Versand. Was soll ich dazu sagen? Das Playmobil-Set von Ghostbusters hat 75 Euro gekostet, inklusive Versand. Was auch günstig ist, denn regulär hat das 60 gekostet, aber es ist sehr selten. Es ist fast nur der erste Teil vom vom Auto vertreten. Somit war das wirklich ein seltenes Stück. Und 15 Euro mehr mit dem Versand, da ist alles noch im Rahmen. Die Baphomets Fluch kann teuer sein, die Box mittlerweile. Ich habe jetzt hier aber wirklich nicht so viel bezahlt. Ich glaube, ich habe bei dem hier 8 Euro inklusive Versand und bei dem 10 Euro inklusive Versand bezahlt. Das war mir das wert für die Sammlung. Es ist auch alles noch im Rahmen gewesen. Ich habe die auch schon wesentlich teurer angeboten bekommen oder gesehen, als ich dann gesucht habe, nochmal speziell. Und ich hatte die Version übersehen in meiner Sammlung einfach. Ich hatte welche davon, aber ich habe
inzwischen zum Beispiel gemerkt, von dieser Version von Teil 1 gibt es zwei verschiedene Boxen. Es gibt wirklich verschiedene Boxen. Das wusste ich, so schnell habe ich das gar nicht gemerkt. Ich habe sie immer nur, weil viele von vorne fotografieren, immer das White Label gesehen. Aber dies ist eine wirkliche Box. Und die andere ist die zweite Auflage davon. Da ist das dann auch ähnlich wie hier, eben halt in eigenen Hüllen versehen. Da ist die Box so zum Öffnen, wie so ein Karton eben halt. Das war sehr interessant, einfach mal diese Unterschiede zu sehen. Aber wie gesagt, je 10 Euro, das kann sich auch sehen lassen. So viel ist jetzt nicht mehr. Heute ist das Pickup-Video etwas kürzer, aber ich will nicht sagen, nicht gehaltvoller. Das sind richtig tolle Stücke hier. Und ich freue mich dann immer, sie euch zu zeigen. Und in meinen Augen kommen jetzt auch noch ein paar Highlights. Und zwar jetzt geht es zu Mangas über. Ich habe ein paar neue Mangas ganz regulär bei Amazon bestellt. Aus dem Carlsen Verlag 3 Stück. Und ich fange an mit Happy's Adventure Nummer 7. Das neueste. Es fehlte mir. Ganz einfach. Musste sein. Und ich musste es auch haben. Band 100 von One Piece ist draußen. 100 Manga-Bände. Wahnsinn. Gratulation an Eiichiro Oda und den Carlsen Verlag, dass er so lange durchgehalten hat. 100 One Piece-Bände herauszubringen. Das ist schon was. Ich habe alle im Regal. Naja, nicht alle im Regal. Ich habe sie in der Kiste teilweise, weil ich keinen Platz im Regal mehr hatte. Aber die Nummer 100 musste sein. Dies ist die Erstauflage. Die Erstauflage kommt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein bisschen in einem Goldschriftdruck. Wahnsinn. Es ist auch verpackt hier auch ein bisschen alles, was normal weiß ist, ist jetzt hier Goldschriftdruck. Der zweite Auflage wird eine reguläre Ausgabe sein. Ich habe es noch nicht geöffnet. Wenn ich es mache, mache ich auch Fotos davon. Werde das aber eher auf meinem Instagram-Kanal veröffentlichen. Schaut da gerne mal rein. Da wird auch immer gerne all das, was es neu ist, gezeigt und noch mehr. Hier ist noch so ein Chikichi dabei, also eine Danksagung von dem Künstler Eiichiro Oda selbst. Ich habe auch nur das gelesen, ich freue mich darüber und im Mai erwarte ich schon den nächsten Band 100 und zwar von Detektiv Conan, aber das ist ein anderes Thema. Er ist draußen, der 100. Band. Ja, Wahnsinn, 100 Bände, das klingt viel, ist viel und ist auch eine richtige Leistung, denn wenn man bedenkt, jede Woche ist ein Kapitel erschienen, jede Woche, ich rechne gerade durch, eben ein Kapitel, ungefähr immer über 10 Stück, das heißt 10 mal 100, über 1000 Kapitel gibt es, ja, ihr könnt 100 Wochen, das sind fast viele, viele Jahre, ich weiß gar nicht, was steht jetzt hier, nee, aber also 20 Jahre hat One Piece schon langsam drauf. Das ist Wahnsinn. Hochachtung. Wohl ja, es kommt hin. Kommt hin. Bei 20, oder um die 20 Jahre. Das ist Wahnsinn. Großartige Leistung. Gratuliere und Carlsen, danke für diesen tollen Band. Ja, einen Carlsen-Comic habe ich noch. Und zwar das neue Eden Zero von Hiro Mashima. Ihr wisst, ich bin ein Fairy Tail-Fan. Und ich muss natürlich auch seine neueste Serie Eden Zero haben. Und zu Eden Zero gibt es noch was, was ich euch zeigen möchte, was ich bekommen habe, auf das ich sehr stolz bin. Ich werde es wahrscheinlich in diesem Video gar nicht komplett zeigen können. Deswegen werde ich später noch mal ein schönes Foto davon machen oder ein Video. Das muss ich sehen, wie ich das am besten optimal mache. Ich werde es auf Video aufmachen und gleich im Anschluss sozusagen mit ranschneiden. Und zwar habe ich ein Video des YouTubers Redeemer gesehen. Und der liebe Re hat dort die Nerdzentrale besucht. Nerdzentrale, der www.karlsruheankauf.de. Die Nerdzentrale ist in Karlsruhe. Ist natürlich von mir, wo ich wohne hier bei Hamburg, wahnsinnig weit weg. Und ja, dort, ich werde mal, verzeih mir, ich spiele kurz so ein paar Szenen ein, hier so an der Seite, wo ich eben halt aufmerksam geworden bin, denn dort war, es wirkte erst wie so ein Eden Zero Poster. Ja, es ist aber kein Eden Zero Poster, es war ein Handtuch, ein Eden Zero Handtuch, was mich echt begeistert hat und ich habe ihn dann, habe den lieben Vincent, der Grüße hier eben halt angeschrieben und gefragt, ob er dieses,
was das ist. Ich wusste in dem Moment ja nicht, was es ist, dieses Handtuch, das ich euch auch gleich zeigen werde. Ob es zu verkaufen wäre. Er sagte mir, es ist ein Handtuch. Es ist ein, wenn ich richtig verstanden habe, entstammt das aus Frankreich und zwar von dem Verlag, also dem Gegenstück zu Carlsen in Frankreich, dem Carlsen Verlag. Und die hatten ein Gewinnspiel veranstaltet, wo man eben dieses Handtuch gewinnen konnte. Und das war irgendwie dann in seinen Besitz, sag ich mal, so gelangt. Ja, und ich wollte es unbedingt haben. Der Preis, ja, es war nicht billig. Ich nenne ihn jetzt hier nicht. Aber er war es mir wert, weil es selten ist. Und ich bin ein großer Fan. Und wann hat man das schon? Klar, ich werde das Handtuch nicht benutzen. Aber ja, und bevor ich euch das zeige, der liebe Vincent, also danke nochmal, du hast mir noch was beigefügt, mit dem ich nicht gerechnet habe, was mich völlig begeistert hat. Und zwar ein Schlüsselband von Fairy Tail. Ist das nicht cool? Und ein Button mit Grateful Buster. Echt cool. Echt, echt cool. Hat mich echt begeistert. So, und jetzt möchte ich euch das zeigen, das Handtuch. Ich werde hier nur ganz kurz aufschlagen, weil so ganz kann ich es hier eben heute euch nicht zeigen. Ich werde das gleich nochmal aufhängen und euch dann besser zeigen. Ihr seht da Rebecca drauf, Happy, das Bunny. Ihr seht Schicki und Weiß. Einfach cool. Ja, man kann es hier im Video leider nicht so gut sehen, deswegen werde ich es gleich nochmal genauer aufnehmen. Also vielen, vielen Dank, lieber Vincent von der Nerdzentrale, für diesen kleinen Schatz, der meine Sammlung echt wunderbar machen wird. Ja, und das war schon wieder. Ein kleines Pickup-Video mit ein paar holprigen Situationen, wie im Batteriewechsel, den ich nicht mit gerechnet habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Gedanken, sagt mir wegen Waffenwesen Such Bescheid. Ja, was fandet ihr gut? Wie findet ihr, dass ich hier meine Sammlung des Comics oder die deutsche Comic-Transformers-Sammlung komplett habe? Ja, wie fandet ihr den Ghostbusters? Was sagt ihr zu dem Handtuch von dem geilen Eden Zero Handtuch? Ich meine, wer hat das schon? Wahnsinn! Ja, ich bin völlig geflasht und ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ein Abo, darüber freue ich mich auch, aber kommentiert, das ist das Wichtigste. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Naja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich euch was zeigen kann. Ne? Macht's gut.